Hallo und herzlich willkommen zu einer Verplänkusser. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. In der letzten Folge habe ich ja gesagt, ich habe da was im Petto bzw. was geplant und hoffe, dass es einfach so klappt und aussieht, wie ich es mir gedacht habe. Und es sieht noch besser aus und es klappt noch besser als gedacht. Ich habe nämlich die statischen Gatter, ich wollte schon wieder Gitter sagen, die statischen Gatter gegen das animierte Gatter ausgetauscht. Denn mir fiel ein, wir haben ja bei Planet Coaster eine Türe, die mit so einem Gatter versehen ist. Und da möchte ich gerne das in Verbindung mit der Schiffsschaukel, immer wenn die Schiffsschaukel dann Richtung Gatter geht, soll das nämlich runtergefahren werden. Und sobald das dann die Schiffsschaukel zurückschwingt, soll das dann wieder hochgefahren werden. So hatte ich mir das überlegt. Ich habe natürlich wieder an die Sicherheit gedacht, habe eine Glasscheibe davor gesetzt. Und heute habe ich noch ein paar Fenster hinzugefügt. Also irgendwie bin ich aktuell volle Kanne im Flow. Also ohne Mist. Es fällt mir so leicht teilweise, das ist beängstigend, wirklich beängstigend. Und achso, ich hatte noch überlegt, bei dem Gatter zum Beispiel, wollte ich erst so eine Kette hinmachen mit so einem Zahnrad, aber das sah irgendwie doch nicht aus. Und dann dachte ich mir, komm, die Mechanik läuft hinter den Wänden und ist auch allemal besser, als wenn ich da jetzt irgendwas hinklatsche, was gar keinen Sinn hat oder beziehungsweise nicht aussieht. Und deswegen habe ich das einfach mal weggelassen. So, auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.